eingepackt nach Medina. Syrien nach Medina. Fadakhal. Der ist in Moschee reingekommen, wo Grab von Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam und Grab von Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der war nicht in Moschee. Der war draußen. Mat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baytihi. In seinem Haus ist Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gestorben. Nach Abu Bakr, nach Umar, nach Uthman, nach Ali. Dann kam einer, der hat gesagt, okay, wir machen ein bisschen der Moschee groß. Und da haben auch, also die Wohnung von Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam auch in die Moschee reingebracht. Und bis jetzt, die Gelehrten sind dagegen. Die Leute, die sagen, ja, man darf auch ein Grab in der Moschee begraben. Nein, Achi. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der sagt selber, لا تجعلوا قبري عيدا. Sagt auch, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا مساجدهم. Was? مقابر. Friedhöfe. Man darf kein Grab in Moschee begraben. Wenn das so ist, muss diesem Grab weg. Nimmst du diese Leiche und weg. Ja, Bilal, zu Grab von Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, fawajada. Er hat Al-Hassan und Al-Hussein dort gefunden. Die waren auch dort. Fadammahuma wa qabbalahuma. Er hat richtig umgearmt und auch richtig geküsst. Und da haben ihm gesagt, ja Bilal, adhin lana, ja Bilal. Mach für uns Adhan. Da hat er gesagt, jetzt, das ist der Enkelsohn von Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und die wünschen das auch. Fasaid hat Adhan gemacht und die Leute, die in Medina waren, diese Stimme ist nicht fremd für uns. Wallahi, die haben gesagt, als wir das gehört haben, wir haben richtig geweint. Warum haben die geweint? Zeit von Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da haben diese Sachen nicht vergessen. Da haben immer an Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gedacht. Ja? Immer an Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gedacht. Fa'adhan. Nach dem Adhan, die waren richtig ruhig. Alhamdulillah, dass wieder Bilal zu uns gekommen ist. Al-Hubayb, jetzt Al-Hubayb, der war bei Musaylim al-Kadhab. War bei Musaylim al-Kadhab und der gibt ihm Schläge und sagt ihm, was sagst du, ist Muhammadun Rasul? Der sagt, na'am, Muhammadun Rasulullah. Und der sagt ihm, und ich, bin ich auch ein Rasul? Der sagt, ana asammun la asma', ich bin taub, ich höre nichts. Sag, Muhammadun Rasul, ja, Muhammadun ist ein Prophet. Sag, bin ich auch ein Prophet? Ana asammun la asma', ich bin taub, ich höre gar nichts. Sag, ist Muhammadun Rasul? Naam, ein Prophet. Musaylim al-Kadhab sagt, bin ich auch ein Prophet? Ana asammun la asma', ich bin taub. Obwohl er Schläge bekommt und obwohl er Stück für Stückchen ihm kaputt gemacht. Bis zum Tod. Hat er nur gesagt, ich bin taub. Und Muhammad Rasul? Naam, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Schau mal auch, da war auch einmal Abu Bakr und Umar radiyallahu anhuma. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der war auch dabei. Und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der wollte ein Sariya schicken. Also Soldaten, um einen Krieg zu machen. Und ein Sariya, wenn Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam nicht dabei ist. Gibt es Sariya und gibt es Ghazwa.
Ghazwa ist Ar-Rasul dabei. Und Sariyatun ist Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam nicht dabei. فقال أبو بكر رضي الله عنه gesagt, يا رسول الله أمر عليهم القعقاع. Das heißt, يا رسول الله, besser wenn du diese Sahabi als Amir nimmst. Aber Umar hat gesagt, nein, يا رسول الله أمر عليهم الأقرع. Und dann Abu Bakr hat zu Umar gesagt, immer wenn ich etwas mache, bist du auch dabei oder bist du dagegen. Und dann auf einmal, die Stimmen, die waren laut. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam, der war auch dabei. Auf einmal kam Ayat. Kam Ayat. Jibril alaihi wasallam hat ein paar Ayat runter oder gebracht. Welche Ayat? Ja, ayyuhal ladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabiyyi, wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dürft ihr nicht laut reden, wenn Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam dabei ist? Was hat Abu Bakr und Umar gemacht? Nach dieser Geschichte qala Abu Bakr, wallahi, wenn ich mit Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam rede, immer sagt er mir, sei laut, ich habe dich nicht gehört. Laut, laut, ich habe dich nicht gehört. Subhan al-Khaliq. So, wer ist das? Das ist Abu Bakr. Und der andere ist Abu, der ist Umar ibn al-Khattab. Und um was geht? Um Muslime. Die haben nicht gesagt, nein, ich kriege das oder nein, achi. Die haben um Sariya, um Krieg geredet. Danach, Hadithun rawahu Muslim, nach Tod von Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam in Medina, wo seine Wohnung ist, wo sein Grab ist, da waren auch zwei Brüder und die haben laut geredet in der Moschee von Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und ein Sahabi, Umar ibn Khattab, hat er ihm verhasabani, mit einem kleinen Stein, hat er so mich getroffen. Der wollte nicht sagen, hey, nein, ach, in Moschee. Mit einem Hasiya, mit einem kleinen Stein. Verhasabani Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Und dann habe ich so gemacht, mir gesagt, komm hier, ruf mal diese beiden, diese zwei Leute. Und dann hat er gesagt, ich habe die gerufen zu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dann habe ich Umar ibn Khattab, hat er zu den beiden Sahaba gesagt, warum seid ihr laut hier? Ala tahta rimani Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, obwohl er gestorben ist. Dann hat die gefragt, von wo kommt ihr her? Da haben gesagt, ja, wir sind von At-Ta'if. Von At-Ta'if. Und dann, wallahi, Umar ibn Khattab radiallahu anhu gesagt, wallahi, wenn ihr von hier seid, ich werde euch richtig geben. Richtig geben, aber leider seid ihr Besucher. Subhan al-Khaliq. Obwohl Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt, schon gestorben ist, aber trotzdem. Hadithun kadalik ja'a fil Bukhari, rahimahullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der wollte oder der hat ein Pferd, wisst ihr, was ein Pferd ist? Ein Pferd gekauft. Ein Pferd hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam gekauft. Von wem? Von einem Jude. Ja, gekauft. Und dann, da war kein Zeuge zwischen diesem Jude und der Rasul sallallahu alaihi wasallam. Der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat von ihm dieses Pferd gekauft. Und dann, sag mal, hat ihm ungefähr mit 50 Euro. Aber danach, als er das nehmen will, hat ihm gesagt, nein, ich will 100 Euro. Dann hat er gesagt, du hast mir gesagt 50 Euro. Und jetzt 100 Euro. Wie die Juden immer so sind. Das sind gleiche Geschichten, bis also von damals bis immer jetzt. Von damals bis jetzt immer.
bis Ende der Welt, bis sie auch hinter die Bäume auch verstecken. Ah, Bruder, komm hier, jemand ist hinter mir, komm und erledige ihn. Danach, wie gesagt, kam, hat ihm gesagt, ja, ich habe mit dir so ausgemacht, also 100 Euro ausgemacht. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم nein, du hast mit mir nur so 50 Euro ausgemacht. Dann hat ihm dieser Jude gesagt, hast du einen Zeuge? War keiner mit uns dabei? Ja, hast du recht. Und dann ein Bruder, ein Sahabi, gesagt, ich bin der Zeuge. Hat der Rasul صلى الله عليه وسلم gesagt, ja, خلاص. Und dann hat ihm gesagt, der Rasul صلى الله عليه وسلم zu diesem Sahabi, aber du warst nicht dabei, ja, Rasulallah. Ah, ja, ja, der Sahabi. Du warst nicht dabei, du warst nicht mit uns. Und der Sahabi hat ihm gesagt, ja, Rasulallah. Kleinigkeiten, glaube ich dir nicht, was du vom Himmel bekommst. Ich habe alles geglaubt. Und dann, dieser Bruder, der Sahabi hat einen richtigen Stempel gekriegt von Rasulallah. Wisst ihr, welcher Stempel? Zwei Männer. Sein Zeuge ist mit zwei. Wenn du zum Beispiel Akt von Heiratsurkunde schreiben willst, er reicht. Nur er allein reicht. Aber sonst müssen die zwei Männer sein. Subhanallah. Hat er verdient. Dieser Hadith, wie gesagt, Rawahu al-Bukhari. Anderer Hadith. Al-Buraq. Kennt ihr Al-Buraq, diese Dabba, diese Tiere, die von Subhanalladhi asra min abdihi, Subhanalladhi asra bi abdihi min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa. Nicht al-Masjid al-Harami ila Qadian. Nein, achi. Das geht nicht, achi. Kann nie sein. Kennt ihr die Qadianis? Oder nicht? Nicht, achi. Ahmadis. Die sind gleiche Geschichte. Ahmadis gleich Qadianis. Gleiche Geschichte. Die sagen, dass diese Geschichte ist nicht von Al-Masjid Al-Haram, nicht von Mekka bis Palästina, bis Al-Quds. Nein, das war von Mekka nach Qadian, nach Indien. Namach. Wie? Allahu a'lam. Das geht nicht. Al-Buraq, diese Tier, die alle, fast alle, Propheten waren drauf. Alle Propheten, die waren drauf. Hauptsache am Anfang, schau mal, am Anfang dieser Buraq, diese Tiere, der wollte nicht, hat er so gemacht, damit nicht Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam drauf kommt. Faqala Jibril alaihi salam, hadithun rawahu al-Bukhari, faqala Jibril alaihi salam zu den Al-Buraq, أتفعل هكذا بمحمد صلى الله عليه وسلم machst du so mit الرسول صلى الله عليه وسلم dann hat diese Tier hat richtig geschimpft hat ihm gesagt Jibril والله ما ركبك أفضل من محمد der Beste der auf dich drauf war ist er, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam.